Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu Teil 2 meines zweiten Let's Eat Japan Snacks. Gut, wir wollen gleich mit was starten, was wahrscheinlich viele von euch schon kennen. Das ist nämlich das lustige Zeug hier. Das ist so, füll da Wasser rein, dann misch irgendwelche Pulver und dann lutsch dran, du Luder. So in der Richtung. Und ich würde mal sagen, das probieren wir jetzt mal. Ich habe hier schon Wasser drin. Und ich habe mir auch schon die Gebrauchsanweisung mal durchgelesen. Die ist nämlich sogar für Idioten wie mich verständlich. Man soll hier Pulver 1 mit einer Einheit Wasser mischen. Wie auch immer das aufgeht, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall einiges an Pulver. Ich glaube, man soll das jetzt so ein bisschen miteinander vermengen. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was ich hier hinkriege, ist ein Haufen Klumpwerk, falls ihr das seht. Und das ist, soll man 2 mit reinmischen, was auch immer 2 ist, sobald man das eben verknetet hat. Das ist nochmal ein bisschen mehr Koks. Ah, jetzt kriegt das Ganze ein bisschen Regenbogenfarbe. Das ist natürlich äußerst männlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Masse wirklich in den Mund nehmen will. Das sind wahrscheinlich wieder so Pop-Rock-Dinge. Mischen wir das nochmal ganz kurz ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wir drehen das einfach hier so rauf. Ja, okay. Das sieht doch schon mal äußerst vielversprechend aus. Und dann tunkt man das hier in diesen Pop-Rock verschnitten. Sieht doch aus wie auf dem Foto. In dem Fall haben sie mal nicht gelogen. So, wie isst man das jetzt, ohne dass es einem runterfällt? Ja. Also ich würde das Ding jetzt nicht aufeisen. Vor allem, es ist so widerlich süß, dass ich fühle, wie meine Zähne Diabetes bekommen. Aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe schon ein paar von den Dingen gesehen im Video. Es ist jetzt nicht so widerlich, wie es manche von denen vielleicht darstellen. Ja, du, so zum Ausprobieren kann man es ja mal lassen. Gut. Wir machen weiter mit Eat the Bar oder Kick the Bar oder was auch immer. Die Typen hier müssen echt beliebt sein, denn die sieht man echt auf jedem zweiten Päckchen. Das dürften wieder so Algen-Dinge sein, grob geschätzt. Ja, wieder so Korn-Snack. Nach was riecht das denn? Das kann ich jetzt gerade wirklich nicht einordnen. Da muss ich eventuell mein schlaues Handbuch befragen. Sieht aus wie ein Badeschwamm. Crunchy Rusk, also das ist wieder dieses Rusk, dieser Zwieback mit Zucker- und Buttergeschmack. Also weil. Gut. Hatte ich mir zugegebenermaßen was anderes erwartet. Dann kommen wir mal lieber zu was Angenehmen. Und zwar zu dem guten Christenfisch. Der ist auf jeden Fall angenehm. Okay, das ist wirklich sehr, eine Waffel mit Schokomousse im Inneren. Ich versuche mal davon abzubeißen. Sehr fluffige Creme, wie man sieht. Hey, das ist gar nicht schlecht. Im Vergleich zu den anderen zwei Dingen, die wir gerade hatten, ist das hier wirklich ein Magenschoner. Hier haben wir irgendwas mit Kirschen, hätte ich mal vermutet, kann mich natürlich auch vollkommen täuschen. Ich glaube, sowas hatten wir beim letzten Mal, sowas ähnliches, nur war es da ein Obstbecher. Das sind so kleine Tabs, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist ein bisschen weich. Merke ich gerade. Kirsche auf jeden Fall. Natürlich wieder künstlich wie sonst was. Also wenn eine Kirsche so schmecken würde vom Baum,
Möchtest du den Baum einschläfern? Oh. Ich habe es noch gesagt. Hier ist er ja, der Zahnstocher. Das ist genau das gleiche Zeug wie damals, eben dieser Fruchtbecher. Schwierig zu beschreiben. Das ist einfach eine extrem künstliche und süße. Ich glaube, das ist irgendwas mit Reis, kann ich mich erinnern. Ich glaube, das habe ich in der Anleitung drüben gelesen. Wir wollen ja dann gleich weitermachen mit einem Hundehaufen, einem getrockneten. Keine Ahnung, was das sein soll. Es ist extrem leicht, also ich glaube, es ist hohl, es ist knusprig. Ich habe nur Angst, dass es irgendwas mit Fleisch ist, denn ich weiß, davon gibt es hier drin noch was. Sieht ein bisschen nach, ja, Spaziergang im Park, in Form gepresst und in der Sonne getrocknet aus. Absolut keine Ahnung, was das sein könnte. Oh, es ist nicht hohl. Dann ist es nur so seitlich. Also es ist wirklich einfach nur so leicht. Die Außenhülle besteht aus Karamell. Also das ist auf jeden Fall Zucker, das im Ofen erhitzt wurde, also karamellisiert wurde. Es ist widerlich süß. Schmeckt nach fast gar nichts, außer Zucker. Und eben so diese leichte Karamellnote. Und nicht diese köstlich Karamellnote. So wie das hier. Das ist was anderes. Sondern eher so. Brauner Zucker, getrocknet und Weizen. Also das Innere ist wahrscheinlich einfach nur so ein Weizensnack mit braunem Zuckergeschmack. Ja gut. Das, was wir vorher hatten, war Kirschcandy aus Reiskuchen. Gut, weiter im Text würde ich mal sagen. Ich habe noch reingeschaut, da ist echt noch so viel Scheiße drin momentan. Das habe ich schon gesehen. Wie gesagt, ich habe leider schon reingeschaut. Das ist KitKat mit Matcha-Geschmack. Das steht allerdings nicht auf der Liste hier. Ich könnte mich täuschen. Ich glaube, das ist was, das die Firma, die das Zeug versendet, Sushi Candy, nicht, ob man es hier in dem Video schon gesehen hat, oder ob man es jetzt gesehen hat, aber die legen das, glaube ich, immer so als kleines Geschenk bei. Sind doch ganz recht nette Leute dort. Aber das muss jetzt nicht kosten, das gibt es im letzten Video bereits zu sehen. Und was das hier ist, das kann ich euch diesmal sogar, ohne auf das Ding zu schauen, sagen, das ist ein Barbecue-Snack. Das, mal reinriechen. Das riecht original wie diese Barbecue-Pringles. Also diese Pringles mit Barbecue-Geschmack. Ja, sehen auch so ein bisschen aus. Die können, glaube ich, nicht ganz so schlecht sein. Ich würde gerne sagen, das ist ein guter Snack. Es wäre aber gelogen. Erstens ist das extrem süße Barbecue-Sauce. Ich finde, Barbecue-Sauce muss so eine perfekte Balance zwischen süß und herzhaft haben. Die ist mir ein bisschen zu süß und man merkt halt im Abgang extrem dieses Aromat oder diese Geschmacksverstärker, die sie da rein gemischt haben. Es ist ein bisschen, als ob du Knorr-Suppenwürze einfach so drüber geschüttet hättest, ohne sie vorher mit Wasser zu verdünnen. Ungefähr so schmeckt das. Ja, das kennen wir schon, das werde ich jetzt nicht öffnen. Das gibt es auch schon im alten Let's Eat Japan Snacks zu sehen. Wir wollen ja, ich meine, das Video ist ohnehin schon ultra lang. Dann haben wir hier interessantes Zeug. Das ist so, da haben wir wahrscheinlich wieder so Zuckerkügelchen. Ich bezweifle irgendwie, dass das Schokolade ist, obwohl es braun ist. Ich habe falsch gedacht. Es ist Schokolade. Ja, also vom Schokoladen, von der Schokoladenqualität her, also eher so das untere Regal. Aber gar nicht schlecht. Das war wirklich ein angenehmer Snack für zwischendurch. Das habe ich mir auch schon angeschaut, was das ist. Ich war nämlich neugierig, ob das Cola-Geschmack sein soll oder Kaffee-Geschmack, denn hier schwimmen ja Eiswürfel drin herum. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine Waffel mit Kaffee-Latte-Geschmack. Ich dachte, das ist eine große, weil es sich so angefühlt hat. Nein, das sind so einzelne kleine Waffelchen.
Es riecht wieder gleich wie Rilla Kuma. Rilla Kuma war ja, glaube ich, Karamellgeschmack, aber das hier, wie man sieht, ist eindeutig Kaffee. Schmeckt wie ein Leibniz-Keks mit ein bisschen Kaffeegeschmack drin. Wirklich gut wieder. Falls ihr das Kind also irgendwo seht. Gut. Ich glaube, wir nähern uns langsam. Nein, doch nicht. Ich weiß, was das ist. Das hier. Meine lieben Freunde, das Weiße hier soll Mayonnaise sein. Es ist ein bisschen wie, ja, es ist original, so ein Pita-Brötchen. Ich tue mal hier so ein ganz so ein bisschen rauf. Ne? Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Ein Mayonnaisebrot, auf das können auch nur die Japaner kommen. Die Mayonnaise riecht so widerlich. Wenn ihr einmal sowas Japanisches gegessen habt, dann wisst ihr auch, wie das tut. Ich koste erstmal das Brot. Soll man das essen? Boah. Also, da kann man nicht mal abbeißen davon. Ich will euch das jetzt nicht zeigen, das ist widerlich, aber. Ich schaffe es irgendwie nicht davon abzubeißen. Ja. Nee, du. Lass mal. Ja. Also, boah. Boah. So, die Dinge werde ich auch überspringen. Das sind einfach nur wieder diese Teigrollen, diese Weizensnacks. Die sind wieder in allen möglichen Geschmacksrichtungen von, was haben wir hier alles? Brezel, Teriyaki, Natto. Ich weiß nicht, was Natto ist. Eines davon, ach, das hier dürfte sein. Das hier ist Schweinsbratensaft. Zumindest heißt das Pork Cutlet Sauce. Wie gesagt, die Dinger, die sind jetzt nicht so spannend, die sortiere ich gleich mal aus. Okay, das ist glaube ich so ziemlich der krönende Abschluss dann. Ich glaube, das machen wir wirklich ganz zum Schluss. Die hatten wir auch schon beim letzten Mal, das sind wieder so Reissnacks. Waren aber gar nicht so schlecht, ich glaube, die habe ich sogar noch ganz gern fertig gegessen. Dann haben wir hier Smarties in der Form von Nummer 5. Könnten aber auch irgendwelche Drogen sein. Also ich bin mir da gerade nicht sicher, ob ich gerade Kopfwehtabletten zu mir nehme. Ganz normale Smarties. Wenn sie kennt und liebt. Mit ein bisschen anderen Beigeschmack. Das hier, dürften Rocks sein, keine Ahnung. Noch mehr Drogen. Das dürfte wahrscheinlich irgend so ein Zuckercandy sein einfach. Und schmecken nach Melone. Das ist einfach Hard Candy. Auch wieder sehr stark künstlich. Nicht so stark wie manche von den anderen Sachen, muss man dazu sagen, aber. Ja, muss ja nicht sein. Ne? Jetzt habe ich gleich zwei Sachen. Das hier ist relativ spektakulär. Das ist einfach nur ein Orangen-Kaugummi. Auch den sortiere ich jetzt mal aus. Was das hier ist, weiß ich allerdings nicht. Ich vermute mal, dass das hier wieder so ein Matcha-Candy ist, wie das eine, was wir hier schon hatten. Ja, das ist wieder so ein Matcha-Candy. Dürfte wieder genauso köstlich sein. Ja, bäh. Ja, das ist extrem salzig. Hat so einen leichten Matcha-Geschmack und so eine leichte Note von Popcorn, lustigerweise. Aber nicht gut. Wirklich nicht gut. So, da hätten wir noch eine riesige Cola-Flasche. Das machen wir noch schnell. Und ich glaube, dann sind wir eh schon ziemlich durch. Dann kommt noch mehr das Highlight. Erinnere mich gerade extrem stark
diese Haribo, diese Würmer, die so pink und blau sind, weiß nicht, ob ihr die kennt, eins zu eins das. Eine Süßigkeit für zwischendurch, ganz nett. Und dann, was haben wir hier noch? Irgendwas mit Trauben. Ja, dann sind wir auch durch. Aber es gibt ja echt jeden möglichen Scheiß. Mhm. Das kommt mir auch bekannt vor. Bei uns würde man das auf einem als Lollipop kriegen. Ja, künstliche Traube eben. Haut mich jetzt gerade auch nicht mehr unbedingt vom Hocker. Aber kann man essen, wenn man sonst gerade nichts Süßes hat. So. Kommen wir zum wirklichen Highlight. Das ist ein Dried Beef Snack. Und ich freue mich nicht drauf. Es sieht ja hier auf dem Foto schon einigermaßen appetitlich aus, aber wenn ich mir das durch das Sichtfenster hier so anschaue, glaube ich, werde ich meine Wohnung danach erstmal gut durchlüften müssen. Es riecht erstaunlicherweise gar nicht so schlimm, aber es sieht halt aus. Köstlich, wer möchte da nicht mal ein Stück abbeißen? Das ist irgendwie auch wieder so mit so einer Zuckerhülle umgeben, braunem Zucker. Na dann, auf das letzte japanische Let's Eat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, sagt Bescheid. Ich mache keines mehr. Das reicht mir jetzt mal mit den schlechten Geschmäckern. Und ja, dann auf geht's. Ja. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich vermutet hätte. Außer man kaut länger drauf herum. Da ist es wirklich schlimm. Ja, nee. Das ist undefinierbar. Also wenn das Dried Beef sein soll. Nee, also wirklich, wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Es ist wirklich undefinierbar. Es schmeckt einfach nur nach mit Glutamat überzogenes Süß. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich Zucker, mit dem das eingelassen wurde. Dazu noch dieser schale Fleischgeschmack dazu. Nee, das ist halt wirklich so. Es klebt halt auch wie Sau. Ist nicht geil, sage ich jetzt mal so. Es gibt... Wir hatten Schlimmeres schon. Ja, das will ich gar nicht sagen. Dieser Tintenfisch und dieses Campi im letzten Let's Eat, die waren noch schlimmer. Das konnte man zumindest irgendwie runterwürgen. Aber gut, ist halt leider auch wirklich anders. Und ich glaube, damit verabschiede ich mich von euch dieses Mal und sage bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und goodbye.